Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur letzten Veranstaltung in diesem Jahr in unserer Ringvorlesung der Initiative Nachhaltige Entwicklung in der Hochschule Darmstadt. Wenn das eine Chemieveranstaltung wäre, dann gäbe es jetzt eine Weihnachtsvorlesung, wo es ordentlich kracht und stinkt. Das haben wir nicht vor. Heute geht es zum zweiten Mal um Energie. Und ursprünglich war die Idee, weil das in manchen Gazetten so herumgeisterte, dass wir uns mit der Rolle von Blockchain im Energiebereich befassen wollten. In den intensiven Auseinandersetzungen mit dem Referenten haben wir aber festgestellt, dass das vermutlich keine wirklich vielversprechende Alternative ist. Ich habe aber gerade gestern erfahren, dass die EU auf sehr hohem Level eine ganz, ganz große Blockchain-Initiative starten will, wo alles dabei ist, was irgendwie Rang und Namen hat, um irgendwelchen kalifornischen Unternehmen hier den Rang abzulaufen. Also können wir mal gespannt sein, ob da wirklich auch was Positives mit verknüpft ist. Nicht alles, was Blockchain ist, ist Bitcoin. Ja, und es gibt auch verschiedene Blockchain-Varianten. Also von daher könnte man das vielleicht im Auge behalten. Aber heute geht es nicht primär um Blockchain, sondern es geht um Herausforderungen einer digitalen Energiewende. Und ich darf sehr herzlich begrüßen Werner Neumann, der ein ausgewiesener Fachmann der Energiepolitik ist. Er war 20 Jahre lang Leiter des Energiereferats der Stadt Frankfurt und hat dort viele Akzente gesetzt. Er ist jetzt im Ruhestand und ist ehrenamtlich für den Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands, BUND Hessen, unterwegs, unterrichtet aber, wie ich gerade erfahren habe, auch an unserer Schwesterhochschule in Frankfurt im Bereich Energiewirtschaft, Energiepolitik. Und wir sind gespannt auf seinen Vortrag und auf die Diskussion. Und ich darf das Mikrofon jetzt mal unauffällig hier weiterreichen. So, und das Wort an Herrn Neumann weitergeben. Ja. Vielen Dank, Martin, für. Ja, meine Damen und Herren, 40 Minuten ist eine knappe Zeit, um das Thema zu umreißen. Und ich werde so ein bisschen jetzt gar nicht so sehr auf die ganzen technischen Details eingehen können. Aber die Frage war erstmal, es gab ja ein Gesetz der Digitalisierung der Energiewende. Davon ist übrig geblieben, dass es solche elektronischen Zähler gibt, die ausgerollt werden. Also im Deutschen heißt es dann Rollout. Und dann ist die Frage ja eigentlich für mich jetzt mal gewesen, für den Vortrag gar nicht mal Blockchain, werden vielleicht einige von Ihnen, vielleicht die Jüngeren, vielleicht auch die Älteren etwas mehr davon wissen. Ich wollte eigentlich noch so einen alten Kernspeicher mitbringen, das hat nicht mit Kernenergie zu tun, das waren so Drähte mit so kleinen Magneten, ja, und Lochkarten. Das war so, da bin ich mit, und Texas Instrument, damit bin ich aufgewachsen, ältere Teilnehmer reagieren drauf. Es gab hier auch so eine Karte letztens von der Firma Arcade. Was war dein erstes Instrument, was war dein erstes Ding, wo du mit Digitalisierung zu tun hattest? Also nicht diese Kugeln als Kind und Abakus, aber man muss da mal zurückgehen. Und dann ist eigentlich die Frage, der ich jetzt heute folgen will, eigentlich ja gut, wir sind eigentlich ja schon digital. Ja? Was soll das denn noch mit der Digitalisierung? Was soll denn da noch alles kommen? Gerade eben im Radio haben Sie sicher alle schon gehört, Koalitionsvertrag für Hessen, Al-Wazir und Volker Bouffier, 1 Milliarde für die Digitalisierung. So, wo gehen Sie hin? Das wird interessant sein, da ist längst diese Vorlesung ganz wichtig zu sagen, ja Moment, was kann man denn mit Digitalisierung alles noch machen? Alles. Ich bin auch mit so einem kleinen Handnavi hierher gekommen, ansonsten hätte ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das hier zu finden. Also es gibt ganz viele angenehme Dinge. Und es gibt auch einige Dinge, wo Digitalisierung Unsinn ist. Also Sinn und Unsinn, dem will ich heute nachgehen. Und wo es dann Unsinn ist, aber trotzdem gemacht wird, ist das Problem, was macht denn die Digitalisierung mit uns? Und was bewirkt sie denn auch in unserem Verhalten, in unserem persönlichen Leben, in unserem Einkaufsverhalten, in unserem politischen Verhalten? Wo gibt es dann Dinge, die wir dann nachher diskutieren sollten? Wo gibt es Dinge, wo man sagen muss, stopp, das geht nicht? Wo gibt es Dinge, die muss man kontrollieren und regulieren?
regulieren. Da gibt es nämlich bisher in vielen Dingen überhaupt keine Kontrolle und Regulierung. Und wo gibt es Dinge, wo man im klassischen Sinne, wie bei der Startbahn West, sagen muss, Widerstand. Also wo ist wirklich die Grenze? Diese Art von Digitalisierung wollen wir nicht. Da sieht man schon, man muss das Wort Digitalisierung aufdröseln. Und wir könnten hier so eine Zettelabfrage machen, wenn wir mehr Zeit hätten, auf so kleinen Lochkarten am besten, wie er früher hatte, so ein Kärtchen. Was verstehen Sie unter Digitalisierung? Schreiben Sie sich das mal auf, für auch zu Hause, und fragen Sie mal Ihre Bekannten, was die drunter verstehen. Und wenn jetzt noch mehr Leute da wären, also Sie werden feststellen, es gibt ganz viele Verständnisweisen, was das denn eigentlich ist, Digitalisierung, auch viele Unverständnisse, wenn man gar nicht weiß, was bedeutet das eigentlich. Auf der Bundesebene gibt es ja eine Digitalisierungsstaatssekretärin, die Frau Beer von der CSU, die versteht nur Glasfaser. Also für sie ist Digitalisierung nur Glasfaser. Neuerdings sind Laptops in Schulen, ist Digitalisierung. Also man merkt auch, dass wirklich man eigentlich auch diesen Begriff eigentlich bekämpfen müsste oder immer erstmal fragen muss, egal wo er auftritt, was meinen Sie denn eigentlich damit und was wollen Sie denn eigentlich damit und was bringt es uns denn, was bringt es wem? Ki Bono, was haben denn andere davon? Ich werde dann auf die Googleisierung, ich weiß nicht, ob das Wort schon zugelassen ist, aber die Googleisierung der Welt auch nochmal eingehen wollen. Und was macht denn Sinn und wo können wir was damit anfangen? Was Sinnvolles, wo brauchen wir es auch im Rahmen der Energiewende? Und wo muss man dann auch aufpassen? Wo muss man das kontrollieren? Wo muss man vielleicht auch höllisch aufpassen? Und einen Prozess, das wird dann am Ende vielleicht das Ergebnis dann auch sein, wo muss man einen Prozess dann anstoßen, sagen, wie müssen wir mit dieser Technologie, weil wir haben ja auch schon fossile und atomare Technologien und auch andere, Chemie ja auch, wo wir sagen müssen, das muss irgendwie geregelt werden. Martin Für ist ein Professor auf Lebenswerk in diesem Thema. Wie müssen wir auch solche Dinge planerisch und sonst wie kontrollieren? Bei der Digitalisierung im weitesten Sinne gibt es da kaum was bisher. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber dazu kommen wir dann. Also deswegen, wie können digitale Lösungen zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen? Das sind so schöne Überschriften. Energiewende ist nur digital machbar, aber so viel wie nötig, aber auch so wenig wie möglich. Was ist denn eigentlich das Besondere der Digitalisierung im Energiebereich, im Unterschied vielleicht zu anderen? Was sind denn vorteilhafte Dinge? Was macht Sinn? Was ist Unsinn? Was macht keinen Sinn? Und wo muss man aufpassen? Da gibt es ein Beispiel, was ich darauf hinweisen will. Das digitale Manifest, was irgendwie eigentlich viel zu wenig bekannt ist, aber sehr viele Grundsatzfragen beinhaltet, politische, gesellschaftspolitische Dinge und dann eben diese Frage demokratische Kontrolle von Digitalisierung. Es dürfte sicherlich, wie gesagt, tausende von Definitionen geben, was Digitalisierung betrifft. Ich habe mal in so einem kleinen BUND-internen Papierchen, aber in einem kleinen Kreis kann man auch sagen, wen es interessiert, schicke ich mal zu. Wir wollen ja auch vom BUND nicht nur in eigenen Kreise was machen, sondern was ist denn Digitalisierung bei der Energiewende? Haben wir auch eine eigene Diskussionsprozess im BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz. Wir haben ja auch viele Arbeitskreise, 20 Arbeitskreise und einen wissenschaftlichen Beirat. Und wir haben eine TAG, das heißt dann immer, alle müssen was machen, thematische Arbeitsgruppe zum Thema Digitalisierung jetzt auch einberufen, wo alle aus allen Arbeitskreisen mitmachen. Und dann sagen auch die aus dem Arbeitskreis Landwirtschaft, ja, das ist so ganz toll, dann kann man die Schläge irgendwie genauer bestimmen und der Bauerin hat im Traktor oben dann halt das GPS drin, man kann den Dünger genauer dosieren. Auf der anderen Seite ist das Problem, dass man da halt von irgendwelchen Konzernen abhängiger wird. Schon ist man mitten im Thema drin, bei der Landwirtschaft. Und das kann man alle Themen, die wir haben von Naturschutz und Wasser, Emissionsschutz vor allem, da geht es um die Felder, die gebraucht werden oder auch vielleicht nicht, um die Daten zu übertragen. Also wir haben eigentlich, auch bei BUND hatte ich jetzt da auch vorgenommen, das Wort Digitalisierung im Großen und Breiten anzugehen und auszurollen und wirklich auch immer zu schauen, Sinn, Unsinn und Kontrolle der Dinge. Es ist natürlich rein als Physiker, muss ich sagen, ich habe mal Teilchenbeschleuniger seit dem ersten Leben, heißt es immer, also bis zur Promotion Teilchenbeschleuniger gebaut, also der Anfangsstück vom Beschleuniger in Wixhausen.
war ich damals mit dabei, praktisch und mit dem Computer Teilchenbahnen berechnet. Es ist halt einfach der Vorteil, das merkt man einfach am Radio, so kann man es allen Leuten erklären, digital Radio. Man kriegt den Sender oder mit guter, sehr guter Qualität oder man kriegt ihn nicht. Und bei analog kriegt man ihn gut oder auch mal so ein bisschen irgendwie verwaschen. Ja, ist die Frage, was ist denn vorteilhaft? Lieber einen Sender, auch ein bisschen ungenau, aber man kriegt ihn dann. Ja, aber das Digitale hat halt den Vorteil, dass man es klarer und eindeutiger steuern, übertragen kann. Das hat natürlich im Energiebereich eine ganz große Bewandtnis. Ich kann natürlich auch Heizkessel, Thermostate analog steuern und jedes Thermostatventil ist ein analoges Gerät. Da ist einfach eine Feder, die dehnt sich aus und macht und drückt das Ventil zu. Also es geht auch analog, ja. Es ist aber auch so, wie ich dann etwas größer machen will, wenn ich sagen, weil, na gut, bisher jeder rumläuft, diese Thermostate auf und zuzudrehen, ist vielleicht dann doch praktisch, man hat irgendwie jemanden zentral, einen Hausmeister, geschweige denn ein Computerprogramm, das arbeitet, wenn der nicht da ist, und sagt, da werden einfach zentral alle Heizkörperventile angesteuert mit einem kleinen Motor und dann gibt es eine digitale Übertragung, sagt, geh mal bitte auf, geh mal bitte zu. Solche Regelungen gibt es ja auch gerade für große Gebäude und das ist auch durchaus sinnvoll, um Energie zu sparen. Das heißt, wenn wir jetzt hier in Weihnachten hier niemand da ist, würde man die Heizung runterfahren und nach den Ferien automatisch wieder hochfahren. Also die Genauigkeit von digitaler Übertragung, zeitlich hoch aufgelöst, ist auch ein Thema. Also dass man sehr genau die einzelnen Schritte regeln und steuern kann und dann eben für alle Prozesse, Energiebereitstellung, Transport, Speicherung, Verbrauch, kann man das steuern. Und zwar vom Thermostatventil bis zum Großkraftwerk, Stromnetze und der ganze Stromhandel würde nicht ohne Digitalisierung wahrscheinlich nicht funktionieren, wo also wirklich im Viertelstundentakt Unmengen von Daten gesammelt werden, aggregiert werden, in einen sogenannten Bilanzkreis zusammengetragen werden. Das heißt, wer braucht jetzt wie viel Strom und das dann ausgeglichen wird mit der Stromlieferung. Ein Teil ist da analog, das heißt das Netz zum Beispiel, Stromnetz regelt sich insofern mit den Kraftwerken selbst über die Frequenz. Das wäre eigentlich noch ein sehr analoges, gutes Beispiel. Das heißt, wenn also viel Strom gebraucht wird, geht die Frequenz runter und die Kraftwerke merken und sie müssen da was wieder zulegen in den Kraftwerken. Auf der anderen Seite hilft es dann schon auch so etwas mit einer digitalen Steuerung zu unterstützen, sodass einfach zum Beispiel Schwingungen im Netz, die sich da aufschaukeln können, unterbleiben. Aber die Daten sind die Basis dieser ganzen auch eigenständigen Stromanbieter, die sagen können, wie viel Strom liefere ich jetzt wohin, sodass es denn nicht nur einige große Monopolisten sind. Also da hat Digitalisierung auch mehrere Seiten, aber eben auch Stromübertragung und Stromerzeugung, Stromverbrauch geht eigentlich auch nur mit Digitalisierung. Nachteil ist eine riesige Datenflut. Man fragt sich oft, werden die Daten wirklich gebraucht und wozu? Sie müssen ja auch gespeichert werden. Und ich werde dann nachher nochmal drauf kommen auf das Thema Algorithmen. Da gibt es auch ein sehr schönes Buch, das heißt Die Macht der Algorithmen, kann ich auch empfehlen. Was da nochmal drauf eingeht, auch sehr allgemeinverständlich, wo man sagt, das Digitalisierung ist eigentlich nicht einfach das Digitale, das technisch-digitale der Übertragung, sondern es sind die Programme, die da drin stecken. Also auch, wenn man so will, auch nicht das Smartphone ist böse, sondern je nachdem, was da drin ist. Ja, was da drin für Apps sind, was da drin für Programme laufen, das sind Algorithmen, das sind mathematische Prozesse und da kommen wir eigentlich der Sache nochmal näher, was denn eigentlich die Frage dann entscheiden kann, was macht Sinn oder Unsinn, was macht das jeweilige Programm, was bringt es mit sich und für wen und wie ist es überhaupt zu kontrollieren oder ist es eigentlich eher so, dass jetzt mein Google Maps immer guckt, wo ist er denn gerade? Ja, also da fängt es ja an, so sagen, Sie waren jetzt hier in der Hochschule, kommt dann nachher die Meldung, wie war es? Ja, nicht nur in der Gaststätte, ja, dann kann ich Punkte vergeben. Dann schon ist man mittendrin in diesen Algorithmen, diesen Programmen, die irgendjemand geschrieben hat. Was machen die damit, ja, mit dieser Information?
sodass man dann irgendwie vielleicht die Hochschule hier im Ranking höher oder niedriger ist und lauter solche Dinge, ja, ist auf einmal eine Welt dieser Algorithmen entstanden auf der Basis der digitalen Technik, aber das Problem sind eben diese Algorithmen, diese Abläufe, diese Programme, die einem helfen und was viele Dinge sehr praktisch machen, aber einen auch im Griff haben. Also Vorteil, auch serielle standardisierte Abläufe kann man da sehr gut mit Regeln und mit Steuern. Umgekehrt heißt es aber auch, günstig ist, wenn man sich standardisiert verhält. Also irgendwie ein Verhalten oder was dann vielleicht nicht in dieses Schema reinpasst, kann passieren, dass das Programm dann meldet, du hast dich jetzt irgendwie falsch verhalten oder du bist außerhalb irgendwie eines zulässigen Bereiches. Moment mal, wer entscheidet das denn? Ja? Also da liegt genau dann wieder diese Widersprüchlichkeit mit drin. Und damit ist dann eben Digitalisierung auch in den letzten Jahren, also die Zeit der Lochkarten ist dann schon vorbei, aber dann in ganz anderem Stil mit Digitalisierung, Überwachung und Kontrolle und mit dem Einzug eben des Smartphones. Ich hatte vorher noch ein kleines, das ist in der Waschmaschine verschwunden, sodass ich jetzt auch was anderes umgestiegen bin. Aber schon merkt man, wo man was eingibt, hupp, der sammelt alle Bekanntschaften ein und da ist jemand anderes. Ja, wer immer das ist, Google, Facebook und Co. Und sagt, Moment mal, wir haben hier die Welt im Griff, wir haben alle deine Daten, wir wissen, wo du warst, wir wissen, wer deine Freunde sind und dann entsprechende Nachrichten. Ja, sie könnten doch wieder mal nachdenken, eine neue Waschmaschine zu kaufen oder so etwas. Das kann aber auch dann immer weitergehen. Das ist genau das Problem, dass einem dann auch die Selbstbestimmung, da komme ich dann nochmal drauf, Selbstbestimmung abhanden kommt, die man vielleicht noch in der alten Lochkartenzeit da glaubte zu haben. Wir programmieren was und forschen damit. Ein ganz wesentlicher Punkt, wo man sagen kann, was ganz vorteilhaft und wirklich Sinn macht, sehr viel Sinn macht, Digitalisierung im Energiebereich der Energiewende ist das Energiemanagement, weil die Hälfte der Energiewende besteht aus Energieeinsparung, den Verbrauch runterzubringen, unnötigen Verbrauch zu reduzieren, Thermostatventile runterzudrehen per Hand oder automatisch. Aber hier mit der Automatik hat es dann eben auch seinen Vorteil, Dinge automatisch, Daten zu erfassen in einer Stadt. Als Beispiel wie Frankfurt, wo ich tätig war, haben die Kollegen im Hochbauamt, also Energiemanagement Stadt Frankfurt.de, da finden Sie dieses ganze Universum, automatische Datenerfassung, automatische Verbrauchserfassung, wo die dort entsprechend über einige 300, 500 Gebäude mit der Zeit, haben auch mit 10, 20 mal angefangen, die Zählerdaten abrufen, die in einen zentralen Rechner stecken, wo man dann die Zählerdaten abrufen kann. Und dann kann man Auswertungen machen, beliebiger Art. Man kann vor allem auch sagen, wie war denn der Verbrauch im letzten Jahr? Dann kann man die übereinander legen, also tagesgenau, Montag auf Montag, und sieht sofort in der alten Oper oder in irgendeiner Kindertagesstätte und Schulen, Kindertagesstätten, Schirn, alte Oper, Römer, was ist denn da passiert? Und kann dann sagen, hoppla, hier tut sich etwas und wir können mehr eingreifen. Und das ist tatsächlich immer noch, also aus meiner Zeit in Frankfurt weiß ich das, dass es auch Industriebetriebe, andere öffentliche Einrichtungen und auch Hochschulen nichts darüber wissen, was sie für einen Energieverbrauch haben. Ja, und fragen Sie mal hier nach, wer hier einen Überblick hat über die einzelnen Gebäude, ob das irgendwie zentral zusammengefasst ist. Und schon sind wir bei einem Punkt, wo ich befürchte, aber hoffe, sagen hier, da kann sich mal was tun. Ja. Und da gibt es eine zentrale Stelle, wo jemand Auswertungen macht. Und da gibt es eben typischerweise beim Strom zum Beispiel diese Kurven, typischerweise halt auch nach den einzelnen Wochentagen, und man sieht, wie halt am Wochenende geht es runter oder am Wochenende geht der Stromverbrauch auf einmal nicht runter, sondern da gibt es einen Grundbedarf oder Grundlast, da Strom läuft Tag und Nacht und kein Mensch weiß warum. Auch von großen Bürogebäuden in Frankfurt von den Banken ähnliche Kurven, die sind noch steiler und spitzer. Der Tagesverbrauch macht insgesamt weniger als die Hälfte aus gegenüber dem Strom, der ständig läuft. Natürlich für große Computer und Rechner, aber viele, die schalten bestimmte Dinge, Lüftungsanlage, Rechner, die fahren die gar nicht runter, wenn gar niemand mehr im Hause ist. Allein solche Dinge kann man da machen. Und hier habe ich, weil das jetzt auch
nicht nur vor Weihnachten ist, sondern auch so eine gewisse Herzensangelegenheit ist, aber auch zu zeigen, man kann da auch von anderen die Dinge übernehmen. Sie gibt hier ein Bild mit Kindern, das ist ganz woanders aufgenommen, nämlich ungefähr 2000 Kilometer weit östlich im Norden von Weißrussland, Belarus, einem Land, was von Tschernobyl heimgesucht worden ist, jedenfalls von der radioaktiven Niederschlag, wo im Nordwesten des Landes, wo relativ wenig, so wenig wie hier, muss man sagen, runtergekommen ist, ein Kinderzentrum besteht, wo 300 Kinder jeweils drin sind, nach 3 Wochen wieder neue kommen und das nächstes Jahr wir 25 Jahre feiern und das ein Zentrum ist, wo Kindererholung für kleine wie große gemacht wird. Und viele Vereine aus Deutschland, BUND, aber auch kirchliche Vereine, evangelische Kirche, Kleingärten aus Westfalen, was es alles gibt, dort Geld reingegeben haben, aber auch das als ein Leuchtturm der Energieeffizienz, der erneuerbaren Energien gemacht haben. Da gibt es eine Holzscheitheizung, eine Holzhackschnitzelheizung von Wagner & Co., einen Sonnenkollektor, wer weiß was, Wagner & Co. aus Kölb in Hessen. Und wir haben dann gesagt, wir haben jetzt Fördermittel und die müssen verwendet werden von der evangelischen Kirche in Hessen. Und dann haben wir gesagt, die haben 10, 20 auch Gebäude, Schulen, Verwaltungsgebäude, große Mensa, Küche und Dutzende von Zählern, Strom, Wärme, Wasser, bauen wir dort was ein und hier sehen Sie jetzt das Ergebnis, hier sind die Daten und diese Information ist sogar öffentlich zu kriegen, weil die gesamten Daten der Stadt Frankfurt für über ihre Gebäude sind öffentlich und bei der Stadt Frankfurt haben wir einfach das System der Stadt Frankfurt übernommen, indem wir uns mit deren Zustimmung quasi da eingeklinkt haben. Das heißt, Daten werden dort erfasst, landen im Rechner der Stadt Frankfurt und dann kann man sie von dort aus mit entsprechenden Programmen wieder grafisch auswerten, Excel-Tabellen machen, was immer man will. Hier nochmal vom Technischen her ist wichtig, auch bei Gebäuden wie hier, wenn so Stromspitzen auftreten, gibt es Stromtarife, die diese Stromspitzen bestrafen. Man zahlt dann für die Spitze des Stromverbrauchs, für die momentane Leistungsspitze dann sehr viel. Da macht es manchmal Sinn, Spitzen zu kappen oder Spitzen woanders hin zu verlagern. Das ist ein Stromsparpotenzial, auch gerade in Bereichen Krankenhäusern, Altenheime und alles, was diese Richtung hat, die mittags so eine Stromspitze haben vom Kochen. Wenn die darauf achten, das ein bisschen zu verteilen, können sie viel Strom sparen. Oder man schaut, was läuft denn da die ganze Zeit unten durch, sind das irgendwelche Computer oder sind das überdimensionierte Warmwasserpumpen für die Heizung, die man regeln kann, die man kleiner machen kann und sparsamer, effizienter machen kann, um dann auch diesen Grundbedarf sehr gut wegzukriegen, meistens sehr wirtschaftlich, weil der Grundbedarf frisst dann halt das ganze Jahr Strom. Was man da spart, spart auch das ganze Jahr Strom. Also alle öffentlichen Gebäude, Gewerbe, Industrie. Es gibt solche Systeme auch, Smart Home, so fürs Eigenheim, aber da ist die Frage, ob das wirklich so viel Sinn macht. Wir kommen dann gleich nochmal drauf. Aber das ist Energiemanagement in allen diesen Facetten. Es gibt auch zig Firmen, die solche Systeme von Siemens, Honeywell und auch andere, die man nicht so kennt, die sowas anbieten. Also Energiemanagement ist eigentlich ein Muss für große Mittel, große Betriebe, auch die Produktion haben, kann man die Produktion überwachen und Analysen machen und. Und es rechnet sich, also das ist die Erfahrung in Frankfurt, dass allein mit der Überwachung und dem Erkennen von Abweichungen, meistens nach oben und die man schnell abstellen kann, dass irgendetwas läuft, was nicht laufen sollte, man schon eigentlich die Kosten über die Zeit für diese Installationen einsparen kann. Es gibt so ein eigentlich uraltes Beispiel, aber ist egal, von wann es ist. In Firnheim, die hatten das eingebaut und hatten festgestellt, dass ihnen am Wochenende auf einmal die Lüftungsanlage anging, der Stromverbrauch. Hatten, in dem Fall waren es böse Buben, die sind eingebrochen, hatten die Feuerlöscher betätigt, die Lüftungsanlage ist automatisch angesprungen. Es kann auch ein einfacher Wasserrohrbruch sein, ohne äußeren Einfluss. Aber man sieht sofort, der Einverbrauch geht hoch.
kann intervenieren und muss nicht irgendwie einen Monat warten, bis das Desaster auch finanziell gelaufen ist. Also Strom, Wärme, Wasser, Gaszähler. An diesen Zählern, das sieht man hier ein kleines bisschen, da bin ich mit dem Kollegen Hans-Jürgen Ziegler vom Frankfurter Hochbeamt in Weißrussland und der Kollege Nikolai vom Zentrum, als mal Beispiel, wir installieren jetzt hier, darf ich auch mal machen, an den Stromzählern kommt einfach ein Draht raus. An diesem Draht gibt es entweder Impulse, ganz einfache Technik, auch digital, aber sehr einfach, oder es kommen digitale verschlüsselte Informationen heraus, das nennt sich dann M-Bus. Dann gibt es eine Kiste, in dieser Kiste werden diese Daten eingesammelt. Hier innen drin, in einem dieser Einschübe, ist auch ein kleines Programm. Deswegen wird hier über einen externen Rechner wird ein Programm dort eingespeist, was schon mal die Daten einfach aufsammelt. Und dann, das ist dann die wichtige Verbindung, dann, dass man das zu einer örtlichen Intranet-Verteilung verteilt, zu einem Rechner. Und von dort geht es dann in die große, weite Internetwelt. Und das hat dann eine Woche, zwei Wochen gedauert, bis alles zusammengebastelt war und die Drähtchen, und das hat alles nicht funktioniert und sind wir zurückgereist und drei Tage später auf einmal kamen die Daten an. Und seither läuft das. Also es ist eine Sache, die man mit relativ einfachen technischen Mitteln machen kann. Hier Schleichwerbung, aber wer weiß, diese Farbe ist im elektronischen Bereich, ist die Firma Phoenix Contact, eine der großen, die sehr viel elektronische Steuerung machen, auch Energiemanagement, auch Steuerung für Großkraftwerke, aber die bieten eigentlich alles, was solche von außen erstmal auch nicht ganz verständlichen Steuerungen betrifft, aber das ist eine relativ einfache Technik, kostet vielleicht mit den Zählern zusammen 1.000-2.000 Euro pro Platz, aber ist eine Sache, die sich gerade bei größeren Gebäuden dann relativ schnell amortisiert und man hat wirklich den Überblick. Und ich kann jetzt auch von der Ferne, wenn ich will, kann ich auch reinschauen und kann dann sagen, hört mal zu, ich kann für dort Auswertungen machen. Weil es sind so viele Daten, oder Sie können es selbst kontrollieren. So, das ist jedenfalls eine Sache, die Sinn macht, sehr viel Sinn macht. Und dann gibt es den nächsten Schritt, den es dort nicht gibt, aber in Frankfurt, dass dann zum Beispiel im Dom-Römer-Bereich schon seit Ende der 1990er Jahre, 97, 98, man auch ein System eingebaut hat, wo man auch nicht nur die Daten sammelt, sondern auch dann steuert. Das heißt, man auch dann diese Thermostatventile zum Beispiel und Lüftung im Römer, im Stadtverordneten Sitzungssaal, tagen die denn bis 23 Uhr oder tagen sie heute wieder mal bis 4 Uhr nachts? Also kann man das regeln, oder am Sonntag ist eine Veranstaltung in der Paulskirche, geht die Regelung hoch, geht dann wieder runter. Dom, Römer, Schirn ist da ein System aufgebaut. Und es hat sich finanziert, indem man gesagt hat, Contracting, Einspar-Contracting. Von der Einsparung machen wir 50-50 mit der Lieferfirma. Die Lieferfirma hieß zunächst Landis und Stefa aus der Schweiz. Ist inzwischen das Wort Siemens oben drauf geklebt worden. Aber das gibt es auch von verschiedenen Firmen, wo man wirklich Energie-Controlling-Systeme machen kann für ganze Gebäudekomplexe und dann eben auch nicht nur Daten erfasst, Verbrauchsdaten, sondern auch steuernd eingreifen kann und programmieren kann, wie die Gebäude in Temperatur betrieben werden. Das kann man auch bis in chemische Betriebe natürlich auch machen. Aber gerade im Gebäudebereich ist da ganz viel drin. Kleinen Schritt dann zu kommen, was kann man denn so privat machen, hatte ich mir in diesem Jahr auch mal ausprobiert, Photovoltaik-Angebot, wo man selbst leider immer liest, Photovoltaik würde sich nicht mehr rechnen. Im Internet kriegt man ständig irgendwelche Meldungen, ja, rechnet sich jetzt wieder, und das wollte ich mal wissen, habe mir Angebote geben lassen im Frühjahr, und ab Mitte August läuft jetzt da eine Photovoltaik, auch sogar Ost-West ausgerichtet, also nicht auf die Südausrichtung, und trotzdem mit einem 10 Kilowattstunden Speicher im Keller wirtschaftlich. Und da gibt es dann eben auch eine Verbindung von dem Speicher und von der Photovoltaik ins Internet, wo ich meine Daten wieder abrufen kann. Dann kann man sagen, gut, wer das Passwort weiß, kann dann schauen, was ich so mache, und dann sieht man nämlich genau, hier ist morgens früh ein bisschen spät morgens aufgestanden
und Kaffee gekocht und so. Und abends sieht man hier, aha, da läuft noch der Fernseher oder die Spülmaschine. Kann man alles rauskriegen. Also ist auch immer ein Problem dabei. Aber hier sehe ich halt sehr gut bei der Photovoltaik, wo man sagt, was macht hier in Grün, was macht der Speicher? Hier hat dann Gelb die Sonne mit ein bisschen Wolken dazwischen den Speicher aufgefüllt. War dann der Speicher voll, dann wurde hier in Rot, der Strom war so viel da, wurde eingespeist. Und so bei anderen Zeiten kann es dann passieren, hier war es morgens früh der Fall, deswegen habe ich das auch gewählt. Morgens früh ist der Speicher ziemlich unten bei 10% und trotzdem wird Stromverbrauch, wird dann ein Teil an Strom bezogen. Das kann ich für jeden Tag, über Monat und Jahr auswählen. Also das ist eine Sache, die ich auch wichtig finde, weil der nächste Schritt wird sein, diesen individuellen Betrieb einer Photovoltaikanlage mit 10, 20 weiteren oder 100 oder 1000 zusammenzutun, dass jemand insgesamt das vielleicht organisiert und betreibt. Und dann kommen wir nachher zu der Frage, ob mit oder ohne Blockchain, wie man sagen kann, wie kriege ich das denn zusammen, diese ganzen einzelnen Produzenten unter einen Hut oder in einen Computer zu kriegen. Aber das ist die Grundlage, die man machen kann. Ziel ist nämlich auch, wie wir vom BUND sagen, Ziel Integration des fluktuierenden mit steuerbaren Stromanlagen zu einem integrierten Stromangebot zu machen, das am besten auf regionaler Ebene, was den Netzausbau auch mindern kann. Das ist vielleicht jetzt noch umstritten, ob das wirklich dann der Fall ist. Wir waren auch bei dem Projekt Öko-Institut Transparenz Stromnetze dabei, haben durchaus unterschiedliche Interpretationen der Ergebnisse. Aber was auf jeden Fall sinnvoll ist, das war hier in einem früheren Vortrag gewesen von Herrn Meyer und Heinemann vom Öko-Institut, dieses Wort zelluläre Energieversorgung ist vor 2-3 Jahren erst überhaupt geprägt worden. Wir haben immer von Dezentralität und auf einmal sprach jemand von zellularem Ansatz. Das war nicht der BUND, es war der Verband der Deutschen Elektrotechnik, VDE. Da gab es einen Arbeitskreis Elektrotechnische Gesellschaften. Die haben auf einmal zellulären Ansatz gemacht, rein aus technischen Überlegungen, haben gesagt, aus technischer Sinn macht jetzt neuerdings, wenn der Strom von überall her kommt, auch erneuerbar, von Wind und Photovoltaik und Blockheizkraftwerk, macht es Sinn, die neu zu organisieren. Ich muss das System drehen, muss von unten, muss was, wo immer unten ist, ich muss von örtlichen Erzeugung her das denken und dann kann ich das organisieren und ausgleichen und das ist dann zellular, örtlich gesprochen ist es regional und technisch ist es digital und das Zellulare ist dann zu sagen, so eine Zelle könnte ja beispielsweise hier die Hochschule sein, dass man sagt, mit einem Energiemanagement und hier mit eigenen Photovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerk erstmal hinter der eigenen Haustür oder im eigenen Distrikt, im eigenen Quartier das zu organisieren und dann sich mit anderen Quartieren, die solche zellularen Einheiten bieten, das kann eben auch so ein Industriebetrieb wie Merck sein, das kann auch die Stadt Darmstadt sein oder die Straßenbahnbetriebe, die brauchen ja auch Strom, oder die Stadt Darmstadt, die können sich dann die verschiedenen Zellen dann untereinander kommunizieren und ausgleichen. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und dazu braucht man eben natürlich diese Erfassung der Daten, Regelung, Steuerung. Und dann braucht es, und das ist tatsächlich heute das Problem, dass es eigentlich gar nicht geht, im Grunde genommen, weil es verboten ist. Das, was ich da mache, ist nicht verboten. Da musst du schon aufpassen, weil dann sagt die, ja, wenn Sie über 10 Kilowatt und dann müssen Sie noch einen Einspeisezähler, weil dann müssen Sie noch EEG-Umlage zahlen. Also weil Sie sowas Tolles machen, Photovoltaik, werden Sie noch bestraft. Hat Herr Gabriel mal erfunden mit Herrn Barke zusammen, dann werden Sie noch bestraft, dann müssen Sie noch Umlage zahlen, dann muss noch ein extra Zähler rein. Für den Zähler ist aber gar kein Platz da, also muss alles umgebaut werden. Sein Moment, Ost und West, ich schaffe die Spitze ja gar nicht, dann waren die beruhigt, also kosenlos Vieh, habe ich denen gesagt, ich brauche ja nicht so viel. Sie kommen da in Teufelsküche, was jetzt hier die Regelung betrifft. Immerhin die EU hat gesagt, die 10 Kilowatt Grenze, wo man für den Eigenverbrauch keine EEG-Umlage zahlen muss, das muss auf 30 hochgesetzt werden. Das dauert jetzt natürlich wieder mindestens ein Jahr bei dieser Bundesregierung. Aber mein Strom, dann sind wir bei der Blockchain später, bei meinem Strom, wenn ich sage, ich habe hier Strom übrig, den speise ich ins Netz, kriege ich eine Vergütung, im Moment so 10, 11, 12 Cent, können wir ja sagen, naja, warum kann ich den Strom nicht zu meinem Nachbar auf die andere Straße verkaufen?
Und schon sind wir mitten im Problem, wo man sagt, nee, da kann ja, wenn da jeder das machen würde. Und das ist genau das Problem, weil wenn jeder das machen würde, wenn das in irgendeiner Art und Weise auch zwar frei ist, das zu machen, aber auch eine gewisse Regelung besteht, wo man sagt, okay, du kannst den Strom rüberschicken. Im Moment ist aber das Netz so voll belastet, dass du das nicht machen kannst, was in unserer Straße unwahrscheinlich ist, aber im Prinzip so eine Regel hat, wie man in so einer Zelle untereinander sich das austauschen kann, genauso wie ich mit meinen Nachbarn und Freunden im Sommer die Äpfel und die Tomaten und was es noch so gibt, austausche. Mit dem Strom, Elektronen geht das nicht. Ja, das muss an die Börse, das muss auf die Zentrale. Und da sind wir natürlich, wo man sagt, Digitalisierung, das ist das eine. Aber ich brauche ja das Regelwerk dazu. Ja. Und dann ist unser Ansatz, das nochmal zu betonen, deswegen hier auch der Hinweis auf diesen Flyer. Wir haben als BUND gesagt, andere machen Werbung für Photovoltaik und Wind. Wir setzen uns auch für Windenergie ein in Hessen, nicht nur hier. Aber die Kraft-Wärme-Kopplung hat man vergessen, wäre ein eigener Vortrag. Das typische Fall wie jetzt, wenig Wind und es ist dunkel draußen. Wind und Sonne liefern nicht, das Blockheizkraftwerk läuft. Ja. Und dann, wenn Wind und Sonne kommen, läuft es wieder weniger. Das ist unser, kurz beschrieben, unser Gesamtansatz. Aber diese Organisierung dieser verschiedenen Einheiten, die muss ja jemand übernehmen. Im Moment ist die Stärke des Gesamtsystems, auch die Stärke der alten Stromkonzerne immer noch, dass die vielen kleinen, denen quasi verboten wird, sich mal untereinander zu organisieren. Es gibt wenige Ansätze. Eine kleine Firma in Bayern, es gibt die Energiewerke Schönau, die haben sich jetzt eine andere Firma, einen sogenannten Start-up von jungen Leuten, die sowas programmieren, aufgekauft. Aber das sind jetzt die kleinen Pflänzchen, die da beginnen zu sagen, lass uns doch mal das zusammen machen oder lass uns so ein Mieterstromprojekt machen, dass man den Strom, der in einem Wohngebiet oder entsteht, dass wir den Strom doch erstmal unter uns nutzen, bevor wir dann zur Außenwelt weniger einspeisen, aber auch weniger brauchen und damit auch die Stromnetze letztlich auch entlasten. Auch eine ganz andere Logik. Aber da ist die Musik, die in Zukunft spielen muss. Bei der Frage Smart Meter, auch mit Blick ein bisschen auf die Zeit, gibt es dann ja auch, wenn man da wahrscheinlich Wirtschaftsministerium war, auch vor einigen Jahren bei dieser Firma Phoenix war ich da eingeladen zu einem Vortrag über, da fing das an, Digitalisierung der Energiewende. Inzwischen gibt es ein Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende und wenn man da reinschaut, also selbst für mich manchmal kaum verständlich zu lesen, dieses Gesetz, was wollen die eigentlich? Der Kern der ganzen Geschichte ist der, dass dort sogenannte Smart Meter eingebaut werden. Und einfach kleine elektronische Kästchen, wo man halt eine digitale Anzeige hat und nicht mehr diese rotierende Scheibe von den altbekannten Stromzählern. Eigentlich ein sehr schönes technisches Prinzip, wie die angetrieben werden, aber digital kann man die Daten reintun, man kann sie raustun. In Italien sind die überall drin, vor allem weil man die Daten reintun kann, damit man den Strom abstellen kann, wenn die Leute den Strom nicht bezahlt haben. Also das ist der Grund, weswegen in Italien diese Smart Meter schon seit langer Zeit eingebaut worden sind. Und Kollegen, die ich da fragte vor einigen Jahren, sagt, ja und, könnt ihr denn eure Daten vom eigenen Haus, eigenen Verbrauch abrufen? Sagt, nö, wieso? Die können nur von außen abschalten. Ah, man kann also auch so eine Technik so oder so verwenden. Also wenn dann schon bitte, dass man sagt, ich rufe meine eigenen Daten ab. Erfahrung ist, es ist bei mir mit meinen Photovoltaikdaten genauso, ich schaue da jetzt nicht jeden Tag rein, aber ich schaue mal hin und wieder rein und das reicht auch, aber das ist auch beim Privatverbrauch, kann das durchaus sinnvoll sein zu sagen, ich kontrolliere meinen Stromverbrauch etwas mehr, aber es ist ein Druck von der Industrie dahinter, die diese Zähler macht, weil in einer EU-Richtlinie vor einigen Jahren stand drin, Energieeffizienzrichtlinie, es soll eine zeitnahe Messung, Measuring at the Time of Use, gemacht werden. Und diese at the Time of Use hat irgendjemand da reingebracht, das soll ganz zeitgenau gemessen werden. Und sehr wahrscheinlich war es die Zählerindustrie, die diese Dinge verkauft. Und schon ist dann angelaufen der Prozess, dass diese Richtlinie bewirkt hat, dass jedes Land verpflichtet ist in der EU, diese zeitgenaue Messung einzuführen, obwohl man damals sich noch gar nicht überlegt hat, wozu man das eigentlich macht. Aber es kann ja nur gut sein.
für bestimmte Zwecke sicherlich, aber das stand eigentlich gar nicht davor, sondern es wurde eingebaut. Nebenbei bemerkt, meine Erfahrung ist, so ganz gut kann man die auch nicht ablesen zwischen Einspeisung und Verbrauch. Dann ist so eine kleine Lichtempfänger drin, da muss man mit der Taschenlampe drauf blinken, dass der umschaltet. Das ist was für Monkeys auf Deutsch. Ja, das ist wirklich Mäusekino, Digitalisierung, die dann auch Technik hat, die, wo man nicht nur einfach mal durchklicken kann, sondern mit der Taschenlampe rumfummeln muss. Es ist unglaublich. Wichtiger ist aber, dass es da ein SMGW gibt, das hört sich ganz gefährlich an, nicht Sadomaso, sondern ein Smart Meter Gateway. Das ist einfach eine Schnittstelle, das ist eine Kiste, so ähnlich wie den Router, den fast jeder hat im Keller, aber eine Schnittstelle zwischen den Daten, die Sie im eigenen Haus mit diesem Zähler haben, mit dem Rest der Welt. Wie beim Telefon und Internet auch. Aber das ist natürlich hier und dieses Gateway, da gab es jetzt lange Diskussionen und Entwicklungen, ob das wirklich denn gesichert ist. Deswegen ist das BSI, wie schickt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, da sind noch gar nicht so viele von diesen Gateways zugelassen, weil noch gar nicht so viele die entsprechenden Sicherheitskriterien erfüllen. Also auch wenn man sowas aufbaut, ist man schon dabei zu sagen, okay, digital, aber es muss natürlich gesichert sein und die Beispiele, man auch jeden Tag fast, wie heute auch, das Radio nur anzumachen, Drohne in Gatwick, in London am Flughafen, die Bahn schaltet die Bezahlung, digitale Bezahlung von zu Hause mit für die Fahrkarten ab, weil das gehackt worden ist. Telekom ist auch schon mal kräftig gehackt worden. Und wer Zeit hat über Weihnachten, den müsste den Film noch im Internet geben. Wir hacken Deutschland. Ist einfach eine Riesenempfehlung, wo man sieht, was kann man Schönes und Tolles machen auf Steuerung von Blockheizkraftwerken. Und dann kommt jemand mit so einem Ding, mit so einem Laptop an und schaltet das Blockheizkraftwerk von außen ab. Ja. Was da geht, und da war der Stadtwerke-Direktor irgendwo im Schwäbisch Hall auch durchaus überrascht, weil er dachte, er hat eine sichere Technik, sind schon Krankenhäuser gehackt worden. Und wer es noch richtig gruselig will, möge von Daniel Ellsberg, wer es noch nicht kennt, den Roman Blackout lesen, der ist etwas dicker. Dafür gruselt es umso länger, aber dafür ist aber wichtig, lernt man viel. Dieser Roman, Daniel Ellsberg, Blackout, ist sehr realistisch und der vor einigen Jahren geschrieben worden ist. Und er wurde dann von höchsten Regierungsstellen eingeladen, weil er als Romanautor das Problem sehr gut beschrieben hat. Und da sind wir genau wieder an der Frage, wer braucht diese Technik, wo ist sie nicht erforderlich, wie kann ich das entsprechend trennen? Und der zellulare Ansatz, um da vielleicht die Kurve zu kriegen, ist möglicherweise auch eine Lösung zu sagen, wenn etwas zusammenbricht, dann bitte nicht gleich alles. Das Stromnetz hier ist mal zusammengebrochen, weil eine Leitung in Norddeutschland, die wurde abgeschaltet für das große Schiff der Meyerwerft. Das musste da durch, dann schalten die Leitung ab, dann hat jemand nicht aufgepasst. Bis heute ist es nicht genau geklärt. In Wikipedia findet man keine letztliche Erklärung, wieso dann nicht nur die eine Leitung, dann die nächste, dann die nächste, dann die nächste, Deutschland und halb Europa dann auf einmal weg war. Ja, nur wegen der Abschaltung einer Leitung. Und da ist natürlich ein zellulärer Ansatz klar. Und ähnlich wie wenn ich sage, ich habe hier eine kleine Verletzung, dann repariert sich mein zellulärer Apparat selbst. Bestimmte Zellen, bestimmte halt nicht alle, aber doch die meisten ist der Körper und die Natur da auch bei anderen Dingen ein ganz gutes Vorbild. Und dann stirbt eben nicht der ganze Baum oder nicht der ganze Mensch und nicht das ganze Stromsystem. Also zellular, und da ist dann vielleicht eine Stadt weg, aber nicht die nächste. Ja? Und die nächste kann der anderen helfen und. Also diese zellulare Sache hat was mit Energieeffizienz, sie hat aber vor allem etwas mit Versorgungssicherheit zu tun. Und wie jedes Gebäude größeres dann ein Notstromaggregat hat, kann man auch diese Absicherung mit Blockheizkraftwerken auch zellular aufbauen. Also das ist eine durchaus sinnvolle Perspektive. Bei der digitalen Einbindung allerdings von Haushaltsgeräten bis zum letzten Kühlschrank, dankenswerterweise schüttelt jemand schon den Kopf, aber man muss es trotzdem mal untersuchen. Hier unten ist das Titelbild einer Studie.
vor die der BUND in Auftrag gegeben hat zum Strom- und Ressourcenverbrauch von smarten Haushaltsgeräten, weil das ist natürlich auch ein Thema, was die Industrie uns einrollen und überrollen will, ein Rollout und dann die berühmten Witze, ist nicht nur ein Witz, das geht dann vielleicht auch, dass der Kühlschrank sagt, ja, die Butter ist, die Milch ist alle, der weiß natürlich auch, was man für eine Sorte will und dann ruft der Computer an bei Rewe, die bei uns im Moment ein riesiges Logistikzentrum bauen mit 600 Meter Länge, das hängt damit auch zusammen, die dann alle jetzt die, nicht nur Rewe, Lidl, Aldi und Co. in Onlinehandel einsteigen und dann kommt dann so ein kleines Wägelchen vorbei und bringt einem, für ältere Menschen auch ganz praktisch vielleicht, bringt einem dann die Ware vorbei, auch wenn man zu Hause ist und nicht, wenn man nicht zu Hause ist. Und das Wägelchen ist natürlich, da muss auch gar keiner mehr drin sitzen, ist natürlich autonom geregelt, dieses Wägelchen, was einem dann seine Waren nach Hause bringt und jemand digital genau weiß, was man braucht oder nicht. Das heißt, das eine, wie schon erwähnt, das Problem, wer organisiert es, wer kontrolliert es, wem geben wir uns da in die Hände? Immer die beiden Seiten, janusköpfig Vorteile und Nachteile, aber den Stromverbrauch, das ist tatsächlich ein Problem, dass da inzwischen der Punkt schon klar ist, dass je mehr ich diese ganze Elektronik da einbaue und die wiederum alles übertragen werden muss und woanders zusammengefasst und alles geregelt werden muss und dann in den Geräten auch noch entsprechende Materialien eingebaut werden und dann der Kühlschrank natürlich diese Überwachungschip natürlich auch die ganze Zeit laufen muss und wenn es nur wenige Watt sind, wie der Hesse sagt, es läppert sich zusammen, es kommt dann doch viel zusammen, auf einmal habe ich wieder einen Grundstromverbrauch, nur dass das System die ganze Zeit guckt, obwohl sich gar nichts tut. Und da wird es dann, ist die Grenze zum Unsinn wirklich überschritten und da in der Studie unter Thema BUND, smarte Haushaltsgeräte, hier ist die lange Adresse, der Datei drin, kann man sich das angucken, wo wir jetzt auch warnen, nicht nur wir, der BUND sagt, hallo liebe Leute, Digitalisierung schön und gut, aber was hängt denn an Stromverbrauch dran? Die Frage will ich jetzt zum Abschluss nochmal mehr dann drauf gehen, was denn diese Frage mit Vorteilen und Nachteilen ist. Problem ist ja immer auch, diese Vorteile sind ja auch immer mit Belohnungen verbunden. Es gab einen sehr schönen Bericht letzte Zeit von Panorama, wo die zeigten, dass kleine Computerspiele für Kinder und für Erwachsene immer sehr viel mit Belohnungen arbeiten und wenn es auch nur psychologische Belohnungen sind und da muss man aber auf einmal Geld zahlen und da ist man ganz schnell in der Sucht drin, ja. Und das sind dann Dinge, die 13-, 14-Jährige, ich kenne ja genügend Kinder, die das machen und auf einmal sind die da mittendrin und können das nicht kontrollieren, werden von anderen kontrolliert. Also man hat Vereinfachungen, praktische Dinge, aber es muss standardisiert sein und man muss sich standardisiert verhalten und irgendein Algorithmus gibt es vor. Da war auch ein Bild, Filmbericht von diesen Programmierern, die ganz sagen, oh, wir programmieren doch nur ganz einfache Spiele, wir haben uns da gar nichts dabei gedacht. Und schon sind wir in dieser Fragestellung, ja Moment mal, bringt dir jemand mal auf die Idee oder kontrolliert es jemand, was soll das dann für eine Kontrolle sein? Wer kontrolliert die Kontrolleure? Die alte, bekannte Frage. Aber es ist die Sache, die man diskutieren muss, in gesellschaftliche Diskussion jetzt eigentlich kommen muss, dass man sagt, ja, gibt es dann eine Institution, analog der Umweltverträglichkeitsprüfung, gibt es ein ganzes Universum von Vorschriften und Erfahrungen, wie man Projekte prüft, die irgendwo hingesetzt werden, Straßen, Kraftwerke und was es noch so gibt. Aber hier bräuchte man eigentlich auch eine Gesellschaftsverträglichkeitsprüfung für solche Dinge. Sache, die Diskussion gibt es noch gar nicht. Es gibt, ja, gibt noch gar keine Regeln, es gibt noch gar keine Institutionen, gibt noch keine Governance dazu. Zweites Thema, das nur noch mal anzusprechen, ist Smartphone und Funknetze. In unserem Arbeitskreis Emissionsschutz wird sehr stark diskutiert und auch jetzt mit entsprechenden Infos darauf hingewiesen, dass auch diese Funkwellen gesundheitlich problematisch sind und vor allem, was jetzt noch verstärkt kommt, ist mit dem berühmten 5G-Standard. Erstens, die noch stärkere Strahlung machen und zweitens noch viel mehr Funkmasten
aufstellen wollen, da ja jedes Auto, autonome Auto und andere Dinge dann nicht über Funkmasten gesteuert werden können, die so einen Kilometer auseinander sind, sondern das dann viel genauer sein muss. Und im Strahlentelex, wen das interessiert, ist eine schon auch seit 1986 existierende Zeitschrift, ist das thematisiert worden. Es ist auch eine Diskussion, die jetzt erst gerade beginnt. Und während die Bundesregierung nur darüber diskutiert, wie viele Milliarden sie durch diese Ausschreibung reinkriegen und wie toll die Welt damit wird, kommen wir als BUND und sagen, hallo, hier gibt es auch andere Dinge, Suchtverhalten bei Kindern. Immerhin Frankreich und Österreich, durch den Druck von dortigen Ärztevereinigungen gibt es schon handyfreie Zonen, und zwar nicht nur wegen dem sogenannten Datteln, also dass man abgelenkt ist und oder abgucken kann, aber dass man einfach total abgelenkt ist von dem Handy, sondern dass wirklich auch, was die elektromagnetischen Strahlung betrifft. Wir brauchen WLAN an bestimmten Stellen, wir wollen aber auch WLAN-freie Zonen. Soweit das nur mal als These jetzt hier in den Raum gesetzt. Und dann gibt es eine Diskussion, die in die Richtung geht, wir brauchen da eine öffentliche Mitwirkung, wir brauchen eine Transparenz. Eigentlich bräuchte man auch eine Offenlage dieser Algorithmen, die sind natürlich geheim und geschützt, es gibt aber auch Open Software, why not? Ja, es gab mal die Idee zu sagen, zahl 60 Euro im Jahr und Google und andere schicken ja keine Werbung mehr. Ist ja immerhin ein Angebot. Ja. Also das Kostenlose ist ja immer damit verbunden, dass man sich überwachen lässt und seine Daten rausrückt. So eine Diskussion wäre interessant. Und da, ich weiß nicht, ob das Wort von mir oder von anderen stammt, ist dann eben auch eine digitale Demokratie mit öffentlichen Erörterungsverfahren und Zulassungsverfahren. Wie wir es in anderen Fällen auch kennen, ob das erfolgreich ist, manchmal auch schon bei manchen Projekten, aber es muss zumindest überhaupt die Möglichkeit bestehen. Und dann sind wir bei einer sehr grundsätzlichen philosophischen Frage der Vernunft und der Möglichkeit, Dinge zu durchschauen und sich selbst zu kontrollieren. Ich komme noch aus der Generation Volkszählung 1984. Dann kann ich die ganzen alten Bücher rausholen. Damals wurde BTX eingeführt, was kein Mensch mehr heute kennt. Ja. Das ist total harmlos, was da im Fernsehen läuft. Aber wir haben damals schon die Grundfragen gestellt. Das ist das Wichtige damals gewesen. Wer hat die Daten, wer entscheidet drüber und wer kontrolliert es und wer steuert wen? Der Roman von der Bundesnetzagentur, der Chef, der sagte mal, es ist doch der Kunde, der über seine Daten entscheidet, die er rausgibt. Und dann kann ich nur sagen, nein, er ist es eben nicht. Es bleibt einem ja oft auch kaum etwas anderes möglich. Und da ist eben die Frage, ob man da Zulassungsverfahren, Digitalisierungschecks, öffentliche Digitalisierungsgremien macht und dann den großen Ruf wieder erhebt Richtung Selbstbestimmung und Aufklärung. Ein ganz wichtiges Wort, was da eine Rolle spielen sollte, und dann zu sagen, mit Aufklärung und Vernunft zu schauen, wo sind Vor- und Nachteile. Deswegen der Hinweis auf das digitale Manifest, was mal im Spektrum der Wissenschaft veröffentlicht wurde, lese ich jetzt nicht vor, aber eben auch eines, was sagt, wir wollen informationelle Selbstbestimmung, von Nutzern gesteuerte Informationsfilter, Vielfalt gesellschaftlich, aber auch die Möglichkeit, die Sache zu kontrollieren. Und Anlass heute heißt es jetzt, 1 Milliarde für Digitalisierung, sollen Lehrstühle eingerichtet werden für künstliche Intelligenz, was natürlich den Hinweis hervorruft, zu sagen, es wäre auch mal sinnvoll, Lehrstühle für die menschliche Intelligenz vorher nochmal zu stärken. Ja. Aber das ist auch so ein Hype, diese künstliche Intelligenz, wo man sagt, ja, was ist das eigentlich, was wird denn drunter verstanden? Und wenn sie denn nun künstlich ist oder scheinbar Intelligenz arbeitet, sind ja auch nur wieder Algorithmen, die da drin stecken, ja, auch bis zur Gesichtskontrolle in China. Aber wer in China das kritisiert, habe ich jetzt auch ein schönes Buch darüber bekommen, was in China alles für schlimme Dinge schon laufen, sollte zum Anlass genommen werden, hier genau diese Diskussion zu führen. Und da führt es wieder zurück auf den Immanuel Kant, der mal sagte, die Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, da sind wir wieder mitten dabei. Und Unmündigkeit ist eben das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Visionäre
Aussage von Herrn Kant von 1784, die können Sie sich mal irgendwo übers Bett hängen. Nein, aber da muss die Diskussion jetzt beginnen und im Spektrum der Wissenschaft, die haben die Frage gestellt, Demokratie 2.0 oder Feudalismus 2.0. Mathematiker sagen Bifurkation, also wir stehen vor einem Scheideweg und sagen, wo geht die Reise hin? Also eine grundlegende Debatte über Digitalisierung, Vor- und Nachteile im Energiebereich wie auch anderswo ist erforderlich und auch frisch zum Vortrag erschienen ist das Buch Der unterlegene Mensch. War ich selbst auch überrascht vom Titel, weil der Professor Armin Grunwald ist ja der Chef des Instituts für Technik, Folgeabschätzung und Systemanalyse ETAS in Karlsruhe. Dem habe ich auch in verschiedenen anderen Copernicus-Projekten, da geht es um Energiewende, zu tun. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, wo er sagt, hoppla, liebe Leute, hier müssen wir aufpassen. Das ist die Zusammenfassung von über 200 Seiten. Aber dann genau diese Diskussion jetzt zu beginnen, ist es ein wichtiges Zeichen, dass das jetzt hier auch beginnt. So, und das wäre so mein Spektrum, was ich mal so auftun wollte, vom kleinen Energiemanagement bis hin zur großen Diskussion über Digitalisierung auf gesellschaftlicher Ebene. Bitte sehr. Herzlichen Dank dafür, dass Sie die Perspektiven erweitert haben. Sie haben vermutlich gesehen, dass der nächste Vortrag von unserem Vizepräsidenten gehalten wird über Ethik in digitalen Anwendungen. Wir haben genau eine ideale Hinleitung dafür vorgenommen. Ja. Vielleicht sollten wir das Video unserem Vizepräsidenten zur Verfügung stellen, damit er sozusagen darauf aufbauen kann. Er ist nämlich auch Vorsitzender des Technologie- und Ethikbeirats der Digitalstadt Darmstadt. Mhm, wunderbar. Ein Technologiezweig, das ist ein Ralf Steinmetz von der TU und es gibt einen Ethikzweig, das ist der Arndt Steinmetz von der Hochschule. Mhm. Er ist aber von der Ausbildung her kein Ethiker, sondern Medieninformatiker. Also, das ist ja nicht verkehrt, wenn man sich auch mit Sachverstand an ethische Fragen herangeht. Also nur das vielleicht der vorweggenommene Ausblick auf den nächsten Vortrag, weil so schön die Brücke dorthin schon gebaut haben. Ja. Ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt ist das Publikum gefordert, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, ohne die Leitung. Leitung eines anderen. Aber angeleitet und angestoßen, gibt es Bedarf, den eigenen Verstand? Ja. Also ein Thema, was mich immer umtreibt in die ganzen Energie und nachhaltige Energie und alternative Energien, ist die Frage der Speicherung von Strom. Ich hatte eigentlich gehofft, aus Ihrem Vortrag dem Thema irgendwie mehr zu erfahren, sei es auf technischer Ebene oder so. Sie haben ja eher die Regelungsseite. Ja. Der Speicher ist ja nur ein Instrument oder ein Teil des Gesamtzusammenspiels. Also ich habe ja Stromverbrauch und dann habe ich dann Erzeugung. Und tatsächlich ist ja hauptsächlich die natürliche Fluktuation, das ist vielleicht auch eine interessante philosophische Frage, die ich noch nicht nachgegangen bin, aber dass natürlich diese digitale Steuerung natürlich wesentlich von dieser Fluktuation von Sonne und Wind herkommt, die wir nur bedingt vorhersagen können, so grob, aber nicht im Detail. Also muss ich irgendwie auch relativ zeitnah und genau dann nachsteuern, um einen gleichmäßigeren Bedarf zu befriedigen. Und da ist natürlich auch Speicher ist eines der Flexibilitäten, heißt das im Fachjargon, eine der Energieeinheiten, die man steuern kann, die ich gezielt steuern kann. Speichern kann, was reintun kann, was rausholen kann, genauso wie man Blockheizkraftwerke
anwerfen kann und stoppen kann. Blockheizkraftwerke arbeiten da auch gut mit Wärmespeichern zusammen. Also es muss nicht nur immer Strom sein, der gespeichert wird, sondern Kraft-Wärme-Kopplung mit Wärmespeicher funktioniert rein technisch. Man sieht von außen nicht, ist da ein Speichersee oder ein Blockheizkraftwerk mit Wärmespeicher. Strom wird abgerufen, Strom wird reingetan. Weil die großen, der Wärmespeicher, das geht auch, aber der Wärmespeicher dient dazu, das zeitlich zu verschieben. Weil wir auch große Strompumpspeicherwerke, da sind wir vom BUND auch ein bisschen kritisch, so viel Potenziale gar nicht mehr hat. Und beziehungsweise diejenigen, die wie im Schwarzwald oder an der Donau jeweils immer mit relativ heftigen Eingriffen in die Natur verbunden sind. Also dieses Kraftwerk in Attorf im Schwarzwald ist jetzt nicht nur im Moment aus ökonomischen Gründen nicht mehr verfolgt. Öko-Institut hatte da ja so Moderation noch gemacht, aber die Frage ist, kann man nicht diese Speicherung eher auch anders machen? Kraft-Wärme-Kopplung mit Wärme ist eine Möglichkeit. Auch diesen 10 Kilowattstunden Menge Speicher bei mir im Keller ist auch ein Kleinspeicher, sodass ich jetzt gemerkt habe, also seit dem Sommer bis es jetzt dunkel wurde, bin ich zum größten Teil mit meinem eigenen Strom hingekommen. Und das inklusive war auch so konzipiert mit Elektroauto. Also da ist relativ wenig Strom eingeliefert worden, aber auch wenig Strom bezogen worden. Also das hat dann da Speicherung immer mit diesen Zellularen zu tun. Irgendwann wird es sein, dass man diese Speicher größeren Blöcken für ganze Quartiere macht. Dann können die das ausgleichen. Also was haben wir? Und der größte Einsatz noch und Einsatz noch und der Einsatz noch und der größte Speicher, den wir brauchen werden für die sogenannte Dunkelflaute. Kein Wind, keine Sonne über mehrere Tage, Nebel und so weiter, ist eine Speichertechnik, die Sie wahrscheinlich alle kennen mit dem Power-to-Gas, dass man also einen Teil von Strom mit Elektrolyse und als Wasserstoff oder dann methanisiert mit CO2 in die Erde stopft. Die Speicher sind alle da, die Gasspeicher, nur mein Joke ist immer, statt Putin-Gas kommt dann PT-Gas rein. Ja, also wir tun einfach ein anderes Gas, das gleiche Methanmolekül, in die vorhandenen Speicher und haben dann genügend Reserve, um über den Winter zu kommen, inklusive Industrie und allem. Aber bei den Speichern ist es auch, kommt immer gerade von Windkraftgegnern, AfD und anderen, immer, ja, erst wenn die Speicher da sind, können wir anfangen. Die Speichertechnik ist da. Ja, und da ist oft genug auch das Problem, wer Strom speichert und ausspeichert, muss wieder Umlage zahlen. Riesendiskussion. Also da ist im Moment eigentlich auch eine politische Blockade für diese Speicher, die sich auch viel, viel einfacher, schneller erweitern würden. Ich habe selbst gemerkt, wie schnell dann auch der Preis sinkt, sodass es allgemein verfügbar ist. Und dann machen wir nochmal eine Vorlesung über die Ressourcen, wo kommen die Speicher her, wenn welche aus Lithium sind. Aber da ist die Technik eigentlich da, und zwar für kleine Kurzzeitspeicher, Mittelzeitspeicher und Langzeitspeicher ist im Prinzip alles da. Gut, so. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist bei Ihnen dann auch noch das E-Auto Teil des Speichersystems. Das E-Auto ist bei mir im Moment ein reiner Verbraucher, noch ohne Rücklieferung. Es gibt eigentlich kaum im Moment Elektroautos, die auch noch rückliefern. Ich bin im Moment gerade im Winter auch froh, dass der Strom mal im Auto drin ist. Nicht, dass jemand mir den nochmal rausholt. Aber die Perspektive, und ich würde es gar nicht so auf das Elektroauto fixieren, sondern das ist dann eher Perspektive Richtung Quartiersspeicher. Das heißt dann gleich wieder Smart City, aber das Quartiersspeicher, dann auch man auch sagen kann, da wird überschüssiger Strom aus der Region reingetan und kann auch als Regelenergie abgerufen werden. Aber auch dort wieder dasselbe ist im Moment, fehlt der sogenannte regulatorische Rahmen, dass man das einfach macht. Es gibt eine Verordnung, die heißt Syntec-Verordnung, weil es ein Syntec-Projekt gibt, oder C-Cells, wo genau diese Dinge, auch in Mannheim und war, glaube ich, auch ein Vortrag hier und ein paar anderen Orten ausprobiert werden. Man musste eine Verordnung machen,
dass was die in der Forschung machen und was quasi gegen Gesetze verstößt, oder sie müssten Umlagen zahlen, dass die für diese Forschung davon befreit sind. Und da liegt genau die Absurdität drin. Sagt, lass die doch mal, gibt da dieses Wort von den Reallaboren, lass die doch mal in bestimmten Regionen das mal ausprobieren, in 10 verschiedenen Regionen, und wer am besten ist, weiß man, wie es am besten geht. Auch die Entwicklung erneuerbares Energiegesetz fing ja an mit 10 oder wie vielen Kommunen, die gesagt haben, wir machen kostendeckende Photovoltaikvergütung. Ja, und hier muss man auch sagen, lass sie das doch mal ausprobieren. Und das ist genau das Problem, dass das behindert wird. Sie hatten noch eine Rückfrage? Ja, oder hier vorne. Ich komme aus einer rein technischen Perspektive. Ja. Und das, was mich bei solchen Sachen interessiert, ist immer, kann ich mir das leisten? Das ist immer die Frage. Und mich interessiert nicht Geld, ich rede nie über Geld. Auch mit meinen Studenten. Ich rede nicht über Geld, sondern ich rede immer über Energie. Und Speicher müssen sich leisten. Ein Speicherzyklus kostet Energie. Ja. Und das fängt an mit Pumpspeicherkraftwerk, da verlieren sie 10%. Pumpspeicher kann ich nicht wählen. Power to Gas verlieren sie 40%, wenn sie Methan machen. Und Power to Gas to Power verlieren sie nochmal. Ja. Bleiben dann über relativ wenig. Dafür schalten Sie jetzt die Elektromotoren ab oder haben Sie gar nichts? Das ist gut. Genau, das ist eine andere Perspektive, die ist aber wichtig natürlich zu sagen, bevor ich die Dinge abschalte, muss ich mir überlegen, kann ich die überhaupt energetisch nutzen. Wenn ich aber längerfristig denke, jetzt kommt wieder diese 30 bis 50 Jahre Perspektive, ich habe eben keine Blockheizkraftwerke mehr, weil ich keinen fossilen Brennstoff dafür mehr habe, ich habe keinen Erdgas, mit dem ich meine und so weiter, ich habe nur noch Wind und Sonne und ein bisschen Wasserkraft. Dann muss ich das balancieren und dann muss ich gucken, habe ich genügend Infrastruktur da stehen und produziert diese Infrastruktur so viel Energie, dass ich in der Lage bin, das einzuspeichern, wieder auszuspeichern. Ich muss ja auch meine Infrastruktur erneuern, energetisch. Ich brauche Energie dafür, um diese ganzen Dinge neu hinzustellen und so weiter. Da kommt man so in Grenzbereich, da wird es schwierig. Und dann kommt man tatsächlich an den Punkt, dass man einfach sagen muss ich nicht am Bedarf regeln. Natürlich. Ja, das sowieso. Kann ich den Strom nicht einfach nur dann verbrauchen, wenn ich ihn habe, wenn er eben nicht da ist. Dann stehen Sie irgendwo auf der Straße. Also wenn Sie sagen wollen, ich will speichern und ich will sinnvoll, ich will einfach technologisch einfach speichern, Pumpspeicherkraftwerke sind die einzige Technik, die einfach ist, die relativ wenig Ressourcen bindet und die sehr lange hält. Für die eben angesprochene eine Woche mittlere Energiebedarf der Leutplatz, können Sie machen, brauchen Sie etwa 400 Quadratkilometer Pumpspeicherkraftwerke? Nee, wollen wir gar nicht. Die Lagen sind vorhanden, das ist kein Problem. Das ist technologisch immer ein Problem, wenn du es da bist. Das sind die Flächen, die Gunstflächen sind vorhanden. Sie können das bauen, wenn Sie sagen, ich will das. Technisch ist das machbar. Und im Gegensatz zu Energiespeichern würde ich sogar sagen, das kann man tatsächlich machen. Also wenn Sie sagen, Sie wollen die Bundesrepublik Deutschland über Batterien eine Woche lang speichern, dann würde ich sagen, nee, Batterien nicht, nein, das ist... Weil da haben wir die Rohstoffe und... Aber dieses Ding Gas ist ja eigentlich für die Gasverteilung, haben wir die Infrastruktur liegen. Ja. Warum wird es nicht wirklich genutzt? Und die Forschung da rein, man muss ja nicht 40% von uns greifen. Ich denke, ich habe Beitrag aus Zeit. Ja, was war das so? Weil wird ja hier auch Energiewirtschaft studiert, es sind nicht 90% effizient, weil es ist elektrische Energie und kinetische Energie wird hoch. Dann die potenzielle Energie hat keinen Energieverlust. Aber dann muss es ja wieder in kinetische Energie umgelandet und dann wird es in elektrische. Und da kommen niemals 90% raus vom ursprünglichen und dann wieder rein. Wie viel sind es denn? Bei 90% hört sich das nicht an. Ich frage mal, wie viel ist denn dann Zykluseffizienz? Wo kommen Sie hin? Wo kommen Sie hin bei der Zykluseffizienz? Normalerweise, also bei jedem Energiewechsel, hat man ja bleiben am Ende eigentlich nur so 30 bis 40%. Es sind. Nageln Sie mich nicht auf 90,0 fest, aber ob es jetzt 91 sind oder 87, ändert an der Größenordnung nichts.
Ja, ich rede aber eher, dass es wesentlich ein Drittel vom Drittel. Ja. Drittel vom Drittel? Sorry, ja, das ist Unsinn. Was sagt es aber? Jeder Energieumwandlung hat man doch, also auch bei Verbrennungsmotoren, Das ist etwas grundsätzlich anderes, weil sie bei einem Verbrennungsmotor Wärme in Arbeit umwandeln. Wenn sie Wasserkraft haben, haben sie die ganze Zeit nur Arbeit, die sie in Arbeit umwandeln. Das ist die maximale Energieeffizienz, die sie theoretisch erreichen können, immer 1-0. So, jetzt. Okay, das wird geklärt. Weil die Zeit begrenzt ist und man auch viel Zeit dafür braucht. Wir haben im BUND genau diese ganzen Dinge über 3-4 Jahre diskutiert, haben natürlich alle Studien, die es von irgendwelchen Fraunhofer-Instituten und anderen gibt, dabei gezogen. Wir haben jetzt ein, das heißt Gesamtenergiekonzept, zukunftsfähige Energie des BUND, da können Sie das alles nochmal nachlesen, wie wir uns das als BUND vorstellen. Aber auf der Basis von allen anderen wissenschaftlichen Untersuchungen. Da ist es aber auch so, Sonne und Wind sind die Hauptträger, die sind aber fluktuierend, ich brauche einen Ausgleich, der ist bei uns im Wesentlichen sind es Blockheizkraftwerke. Die werden dann betrieben mit in den nächsten Jahren ausgebaut, noch mit Erdgas. Dieses Erdgas wollen wir nicht zusätzlich importieren, sondern das können wir im Gebäudebestand locker einsparen. Also es muss nicht mehr Erdgas verbraucht werden, sondern nur in Blockheizkraftwerken Kraft-Wärme-Kopplung verwendet. Diese Kraft-Wärme-Kopplung, auch neue Kraftwerke, die wir dann in Frankfurt, Darmstadt und so weiter brauchen, die bleiben bitte stehen als Kraft-Wärme-Kopplung. Die werden dann mit diesem erneuerbaren Methan versorgt. Also wir werden weiterhin Kraft-Wärme-Kopplung brauchen. Da können wir einen extra Vortrag mal zum Thema machen. Da habe ich auch ein Konzept, wie man Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmepumpen, Speicher miteinander kombiniert, schicke ich Ihnen gerne zu, für Frankfurt schon gemacht, nur fehlen noch die Forschungsgelder. Aber da ist genau die Diskussion bei den Speichern eben auch. Das ist eine verschiedene Größe der Speicher und auch verschiedene Zeiten. Kurzzeit, also meine Batterie, die ist von einem auf den anderen Tag gedacht, also auf 1-2 Tage maximal. Wir werden auch Solarthermie weiterverwenden mit Wärmespeichern und wir haben dann andere Speicher für diese Langzeitspeicher. Und da kann ich nur das dicke Buch, etwas teurer, aber vieles drin, mit dem Wort Energiespeicher von Herrn Sterner und allen weiteren Autoren, die da mitgewirkt haben. Der Herr Sterner hat dieses Power to Gas, ich sag mal, entdeckt mit seiner Promotion vor so 8 oder wie viel Jahren. Das ist noch nicht so alt, die Idee, wo er das entwickelt hat, aber da sind alle Speichertechnologien zusammen. Das ist so ein Kompendium, wo man immer mal nachgucken kann. Aber wir werden alle Speicher verschiedenster Art brauchen. Und wenn die letzte Kilowattstunde, wenn es so ganz dunkel ist, die darf dann, die letzten 10% dürfen auch doppelt so viel kosten. Auf die Gesamtrechnung fällt das nicht mehr so auf. Und die Abwärme können wir nutzen. Also diese Fragen haben wir alle schon mal umrissen und deswegen, weil wir müssen jetzt aber auch, irgendwo muss man anfangen, die praktischen kleinen Schritte machen. Vor kurzem kam im Bayerischen Rundfunk, habe ich durch Zufall entdeckt, so eine Umweltsendung, die es in Hessen gar nicht gibt. Unkraut heißt die, Beispiel von den Stadtwerken in Haßfurt. Der Name ist vielleicht nicht so schön, Haßfurt, aber der Ort ist wunderschön, am Main gelegen, da gibt es auch guten fränkischen Wein und die haben eine Power-to-Gas-Anlage mit Wasserstoff, mit Greenpeace Energy zusammen und da geht ein Teil des Wasserstoffs geht sogar rüber in die Melzerei der nahegelegenen Brauerei, das haben wir uns vor einem Jahr mal angesehen als BUND-Arbeitskreis, also wir reisen manchmal herum und gucken uns nicht nur an, wie die Technik ist, sondern auch die Protagonisten ist ganz wichtig, diese Stadtwerke. Die haben 3-4 Windkraftanlagen, die haben Photovoltaik, die haben Kraft-Wärme-Kopplung, die haben dieses Power-to-Gas. Da kann man sich, wie so schön heißt, in a nutshell, im Kleinen kann man sich das anschauen. Stadtwerke Haßfurt finden Sie auch ganz viele PowerPoint-Vorträge im Netz. Da kann man sehen, wie diese Sachen im Kleinen jetzt entwickelt werden. Und wenn wir dann noch Wolfhagen nehmen und ein paar andere Städte, die zeigen, wie das jetzt schon geht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, auch die Botschaft fürs nächste Jahr. Also zu zeigen, wie es geht, weil die Botschaft ist im Moment von anderer Seite, ach, lass es doch sein, das Ende der Energiewende ist erreicht und das ist schon fast zu viel. Frau Merkel hatte das mal typisch so gesagt, ja, das geht jetzt zu schnell und dann kamen die Gesetze, die die Sachen gestoppt haben oder gebremst haben. Und es gibt aber so viele
positive, tolle Projekte. Energiepark Mainz kommt hier in der Gegend zum Beispiel dazu. Bei Darmstadt will ich das gar nicht ins Detail gehen, aber das ist... Ja. Sie werden Leiter des Energiereferats der Stadt Darmstadt. Dann würde ich solche Dinge machen, Blockheizkraftwerk, Gasspeicher, Power to Gas. Meinhofer hatte so einen Container, wo die das ausprobiert haben. Oder Vorbild Energiepark in Mainz, Wärmenetze aufbauen, damit man die Wärme auch loskriegt. Wir werden auch noch Wärmebedarf im Jahr 2050 haben. Aber diese Wärme aus der Kraft-Wärme-Kopplung und dann diese, das ist das Thema regionale Steuerung. Solche Dinge ausprobieren nach dem Vorbild dieser Syntec. Projekte und dann kann man sich darüber unterhalten, ob man Blockchain braucht. Die Fachleute von also in der Firma haben gesagt, Blockchain ist ja eigentlich nur so eine Art gesicherte Buchhaltung. Das ist die einfachste Erklärung von Blockchain, die ist kompliziert programmiertechnisch, aber ist eigentlich eine Absicherung einer Buchhaltung. Und dann haben die gesagt, das, was wir regional in Bayern jetzt aufsetzen, in einem regionalen Strommarkt, Stromhandel, in der Nähe von Regensburg oder Straubing, dann haben die gesagt, naja, das geht jetzt auch ohne Blockchain. Ja, das war dann die Antwort. Aber dieses Grundprinzip sagt, man organisiert dieses Zusammenspiel. Das ist das Wesentliche, was jetzt kommen muss. Und dann natürlich dort die Windenergieanlage hier auch im Odenwald, die Photovoltaik hier in der Stadt auf den Dächern, die Blockheizkraftwerke für die Nahwärmenetze und die zusammenzubringen. Und davon einen Teil der 1 Milliarde, die jetzt versprochen wurden heute, für die Digitalisierung in diesen Bereich zu lenken, das wäre mein Wunsch fürs neue Jahr. Nicht nur in Darmstadt. Okay, aber auch in Darmstadt. Auch in Darmstadt, ja. Solche Zellen kann man überall aufbauen. Eine kurze Frage. Ich hatte das Thema Energiespeicher angesprochen. Und ich wollte Verständnis dafür kriegen, ob Sie das mehr als Randphänomen sehen oder wirklich als etwas, das man im großen Spiel einsetzen könnte. Einfach mehr aus der Risikomanagement-Sicht gesehen, das war ja nicht so, wenn man ganz viele Speicher hat, dann läuft man halt Gefahr, dass man am Ende halt vielleicht nicht genug Strom hat, wenn man ihn braucht, zum Beispiel mehr als eine Woche, weil die Sonne weniger scheint oder so. Da würde ich jetzt fragen, welche Dimensionen sehen Sie diese Technologie? Ist es mehr bis zu 5% und dann wird es kritisch oder wirklich im großen Stil und dann würden Sie dann auch die Kapazitäten abschalten wirklich oder brauchen Sie, wie Sie sagen, solche Backup-Facilities, wenn wirklich mal ein bisschen länger sind, als man dachte? Ja. Das wird jetzt wirklich in kurzer Zeit kaum zu beantworten sein, weil da müsste man jetzt wirklich dann eigene einzelne Szenarien durchspielen. Aber das haben ja einige in diesen Zellen schon gemacht. Also wie viel Kleinspeicher, also auch dezentrale für Photovoltaik brauche ich. Und dann das andere ist auch, das haben wir zum Beispiel in unserem Gesamtkonzept drin, dass man sagt, außer dem, was wir mit Wind und Photovoltaik abdecken, nochmal 150 Terawattstunden zusätzlich. Die dann hinterher nach Speicherung und Umwandlung 50 Terawattstunden Strom liefern aus Power to Gas. Dann habe ich einen Verlust von 100 Terawattstunden. Ein Teil davon kann man als Wärme noch nutzen, Mittel- oder Niedertemperaturwärme. Aber da habe ich einen Verlust. Das heutige Energiesystem hat 30-40% Verluste und im Strombereich noch mehr. Also ein Teil Verluste wird es geben, aber in dem Fall, der Herr Steiner hat es immer so schön gesagt, es ist aber alternativlos. Ich brauche für diese Dunkelflaut in unserer Region, in unserem Wetter und Klima, brauche ich diesen Ersatz. Und dann kann man dann ausrechnen, wie groß die Speicher sein müssen. Und das ist dann, da gibt es auch viele Studien, Umweltbundesamt und andere, die sagen, wir rechnen mal durch, wie viel wir brauchen. Da kommen wir wir haben es nicht selbst nur gerechnet, aber von anderen übernommen, braucht man zusätzlich 150 Terawattstunden rein in den Speicher, Strom um 50 Terawattstunden. Das ist 10% des heutigen Stromverbrauchs. 10% rauszuziehen, aber diese 10% dann beliebig rauszunehmen, zu beliebigen Zeiten. Ja, das ist das Entscheidende, wenn man eben sonst nichts hat. Also für diese Zeit, wo man sonst nichts hat. Und eine Debatte, die jetzt erst gerade beginnt, aber jetzt auch mit dem Thema, was machen wir im Verkehrsbereich jetzt beginnt, da bin ich in einem Projekt, das heißt auch Power to X.
vom Copernicus gefördertes Forschungsprojekt. Copernicus-Projekt heißt es, da gehen jedes Jahr so 10 Millionen in dieses Projekt rein. Da ist die chemische Industrie sehr stark drin. Und die sagen aber so, Moment, wenn wir jetzt aber noch die ganzen nicht-energetischen Verbrauch, die brauchen ja Gas und Öl, um Stoffe herzustellen, Plastik und Medikamente und was weiß ich schon, Farben. Und da habe ich dann noch einen nicht-energetischen Verbrauch. Und das alles noch in den Verkehr nochmal, die Kraftstoffe mit erneuerbar zu machen, dann lande ich auf einmal bei nochmal 500 bis 1000 Terawattstunden, einer unvorstellbaren Größe, und brauche ich nochmal das Doppelte an Strom, als was wir jetzt haben. Und dann stellt man fest, hoppla, das kann so nicht gut gehen. Also einfach das jetzige System mit Kraftstoffen und das jetzige System der Chemieindustrie einfach zu sagen, wir stecken da einen erneuerbaren Stecker vorne dran, dann muss man den Strom aus Saudi-Arabien oder Wasserstoff importieren. Und die Debatte fängt jetzt an, wo man sagt, nee, das kann nicht sein, dass man sagt einfach, es muss auch das Verbrauchssystem, das war ja Ihr Hinweis, es muss auch das Verbrauchssystem sich ändern, was den Verbrauch, Wärmeverbrauch in Gebäuden, den Kraftstoffverbrauch in Fahrzeugen betrifft. Und es macht ja auch keinen Sinn, einfach ein Diesel-SUV auf ein Elektro-SUV umzustellen, wie es manche machen. Also da muss man auch sagen, ja klar, dann müssen die Elektroautos müssen natürlich kleiner und effizienter werden. Da liegt die Stärke. Also das ist dann genau dann die Lösung, dass man dann sagt, man kann nicht einfach alles auf das jetzige System, auch mit seinen Absurditäten, kann man nicht einfach eins zu eins erneuerbar machen, sondern muss es, das ist auch bei uns BUND vorne drin, das Thema auch Energieeffizienz umzustellen. Es wird für mich ein wichtiges Thema, nicht nur auch sein, im nächsten Jahr, da kommt das Gebäudeenergiegesetz, da steht drin, wir machen weiter wie bisher. Das in dieses Gebäudeenergiegesetz, Paragraph 1, wir machen weiter wie bisher. Eher noch schlechter. Also wenn man da reinschaut und ein bisschen Erfahrung hat im Gebäudebereich, das gruselt einen, und es werden heute Gebäude neu gebaut, die schlechter sind, als was ich vor 20 Jahren habe bauen lassen. Das kann nicht wahr sein. Ich habe kein Passivhaus damals. Es gibt heute noch bessere, nicht nur in Darmstadt. Also da ist auch der Punkt, dass dieses Thema Energieeffizienz, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass das wieder voll nach vorne kommen muss, weil die Energieeffizienzpotenziale sind überall alle vorhanden. Da bin ich wieder beim Energiemanagement. Das braucht man auch zum Teil, um die dann genauer herauszufinden. Und da schließt sich der Kreis wieder. Ja, also ich bin in dem Bereich keine Expertin, kenne vielleicht aber den ersten und zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Mhm. Und gerade wenn wir sagen, wir müssen anders denken, wir können nicht so weitermachen, ist ja nicht diese Diskussion, wenn wir immer wieder in diese Speicherdiskussion kommen, irgendwas, wo wir eigentlich versuchen, so weiterzumachen wie bisher, also jetzt einfach nur mal in den Raum gebracht. Und was ist denn mit der Energie, die anders verloren geht, die in Wärme läuft, muss man sich auch in diesem Bereich denken, dass man das, was ja auch an Energie verloren geht, irgendwie mehr wieder mitdenkt und zurückbringt? Und kann man das nicht gerade auch in diesem Bereich, wenn wir über dezentrale Energienetze denken, also in einem kleineren Bereich denken, ganz anders nutzen? Also das wäre eine Frage. Ja. Die zweite damit verbunden, auch gerade einfach im Zwischenraum als Gedanke entstanden, spielt da, obwohl ich überhaupt kein Befürworter für Blockchain eigentlich bin, vielleicht seit gestern wieder ein bisschen mehr, aber könnte da Blockchain, also aus dieser Perspektive, das ist ja eigentlich nur so ein Haushaltsbuch, was mir aber Sicherheit schafft, und wo ich in dem dezentralen Energienetz geben und nehmen kann. Und ich durch diese Blockchain ja eigentlich ein sicheres Geben und Nehmen auf einmal aufbauen könnte. Also könnte man nicht vielleicht auch mal einfach freier, kreativer in diese Richtung denken und weniger immer in dieses, wir müssen jetzt diese Energie im Speicher, also diese Diskussion von Speicher, von Batterien, Die hören wir ja in diesem Energiebereich schon eigentlich ziemlich lange dafür, dass sich aus meiner Sicht relativ langsam und wenig tut und immer eigentlich irgendwelche anderen Probleme gleichzeitig auftragen. Also nur
Vielleicht darf ich noch eine dritte Frage hinten anschließen. Ich weiß nicht, 150 Terawatt, wie viele Terawattstunden, wie viele Windkraftanlagen wir bräuchten, um die zu generieren. Mhm. Aber ich könnte es nicht auch im Sinne von anderen Systemen denken, und ich glaube, das wird auch diskutiert, sinnvoller sein, dass wir Leuten zahlen dafür, ja, dass sie verzichten, da auf die Sicherheit auch, permanent Strom zu haben, anstatt dass wir noch so und so viele hinstellen, die dann nur in Richtung Power to Gas gehen oder wie immer nur als Dritte weiterdenken, weil wir kommen schon so langsam auf die Gerade. Ja, ja. Zur letzten Antwort. Also ich kann jetzt nur die Hinweise geben, wir haben da auch jetzt viel überlegt, was braucht man nicht, also auch so ein Gesamtszenario. Das mit den Speichern ist wirklich auch zwei Seiten mit den Speichern. Das eine ist leider das Wort Speicher insofern missbraucht worden von der Reihe von Leuten, die gesagt haben, Windkraftgegner, Professor Sinn aus München, man müsste den Bodensee 100 Meter hochheben und so viel Speicher bräuchte man. Und deswegen geht die Energiewende nicht. Also das Wort Speicher ist auch missbraucht worden. Wir brauchen einen Ausgleich, das ist vielleicht ein schöneres Wort, wir brauchen einen Ausgleich und eine Reserve. Und da gibt es dann flexibel steuerbare Anlagen und die können auch Gas speichern, sie können Wärme speichern, sie können Strom speichern. Dann schon sofort ist das Thema erweitert. Ja? Ich speichere auch gerade Wärme. Dieses Gebäude ist, je besser ein Gebäude und jede Kaffeekanne gedämmt ist, ist sie ein Speicher. Es gibt dann Speichermaterialien im Gebäude, da kann man so kleine Plastikkügelchen noch und Wachs in die Wände tun, dann speichert es auch. Ja? Also man muss dieses Wort Speicher, es gibt keinen Speicher, also geht gar nichts. Also man muss es auch sagen, nee, es geht doch, es gibt überall Speicher und dann kann man sagen, okay, es gibt Dinge, die muss ich dann, die also abpuffern, ist vielleicht ein schöneres Wort dann auch, Fluktuationen abpuffern und dann gibt es Dinge, die muss ich auch steuern können zu bestimmten Zeiten und die müssen dann auch auf Speicher zurückgreifen und schon sieht es schon einfach ganz anders aus. Also gewisse Art von Speichern habe ich ja dargelegt, kleine, mittlere, größere und wir müssen dann auch schauen, Wärmespeicher sind sicherlich da, da steht halt dann so ein 30 Meter großes Ding in der Gegend herum, in Dänemark ist es, das muss man sagen, fahren Sie mal in Urlaub dahin. Der Kollege Grawinkel, der auch mal aus der alten Darmstädter Gruppe kam, der hat da immer auch schon Bücher vor Jahren drüber geschrieben. Dänemark, die haben Blockheizkraftwerke, die haben große solarthermische Anlagen mit Wärmespeicher, also nicht Photovoltaikfelder, sondern Wärmefelder mit Speicher und Blockheizkraftwerken. Und dann fahren die Blockheizkraftwerke hoch, wenn der Wind wenig ist und gegenteilig. Und das kann man sich im Internet angucken, live. Können wir eine Live-Schaltung machen nach Dänemark, wie das funktioniert. Und man muss einfach nur nach Dänemark fahren und gucken, wie die das machen. Das ist tatsächlich, da wird es wirklich real seit Jahren schon praktiziert. Nur nicht in Deutschland, aufgrund von bestimmten Interessen und Politik, Klammer zu. Ja, also das. Und dann bei dem Blockchain, das ist tatsächlich dann, wo ich jetzt auch dran bin und mit anderen zu überlegen, wie kriegen wir das politisch gebacken, zu sagen, dieses neue Stromsystem regional, das braucht eine Steuerung für den Strom und es muss einen Handel geben. Das eine sind die Elektronen, die fließen zwischen den Erzeugern und Verbrauchern und das andere sind die Geldflüsse. Blockchain oder auch eine Überweisung, ich habe mir Blockchain immer dann so mal erklärt für Leute, wenn sie eine Überweisung haben in die Sparkasse, kleben sie eine zweite dran. Und kleben sie immer mehr dran, dann kann man die schlechter fälschen. Das ist die Grundidee von Blockchain. Und dass man nicht einen übergeordneten Kontrolleur oder eine Bank braucht, die dafür die Sicherheit eintritt. Aber das eine ist, Blockchain ist für den Handel der Euros günstig, es muss aber auch eine Institution geben, die den Bereich schlichtweg regelt, weil einfach zu sagen, wir handeln, wie wir wollen, auf einmal ist kein Strom da oder dreimal zu viel geht auch nicht. Das heißt, es braucht eine Art Dirigenten, in Englisch heißt das Conductor, ein Organisator, einen Distribution System Operator, DSO, so steht es in einer EU-Verordnung, dem sogenannten Winterpaket, was letzten Winter auf den Weg gebracht worden ist. Und da sind wir bei dem Thema, ich brauche Leute, die, oder
Organisationen, die es organisieren, es müssten nämlich diese Verteilnetzbetreiber sein, was glaube ich hier auch schon mal angesprochen. Und die sind im Moment sehr passiv. Die gucken, wo kommt der Strom, wo fließt er hin und passen auf, dass nichts passiert. Die müssten eine kreative, eine steuernde, eine organisierende Rolle bekommen. Und da kam heute, ich muss mir nur einen Briefkasten greifen, von Biene, flexible lokale Stromverteilnetze. Biene Info Nummer 15-200-2018. Wer es nicht kennt, sollte man sowieso abonnieren, weil dann kriegt man immer die aktuellsten Forschungsergebnisse mit. Und da gibt es nicht nur Smart Area Aachen, wer sich das ausgedacht hat. Also das intelligente, smarte, flexible Aachen. Und die haben das ausprobiert. Das sind auch so elektronische Dinge dann drin zu sehen, wie das zusammengeschaltet ist. Das machen aber nicht nur die, ja, oder auch in Mannheim und anderen Städten. Aber das ist dann genau jemand, der das Stromnetz stabil hält und organisiert, auch mit Reserven, auch mit Speichern. Und dann können die anderen ihren Strom untereinander handeln auf dieser Plattform. Das wäre so kurz eine Beschreibung. Aber Blockchain ist eben Handel von Geld und nicht Handeln nur von Elektronen, also die Stromsteuerung muss dann auch nochmal eigenständig organisiert sein. So, gut. Dann haben wir die Zeit perfekt. Ja, jetzt haben wir noch 15 Sekunden, allen einen guten Nachhauseweg zu wünschen und frohe Feiertage zum Nachdenken und diese, genau. diese Bücher zu lesen und die Faltblätter zu sortieren, anschließend wieder zu bügeln, ja. und weiterzugeben. Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich für Ihr Interesse und wir sehen uns dann wieder in der dritten Januarwoche, wenn Herr Arnstein, wenn es hier zur Ethik und in der Digitalstadt. Ja. Ich glaube, ja, hier steht es. 17. 17. 17. 18 Uhr sind Sie wieder sehr herzlich willkommen. Ja. Frisch gestärkt durch Stollen und Plätzchen. Ja.